Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier Labersimulator mit hier Arasaka Takamura. Ne, wie heißt er? Takemura. Danke. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Ja, warte mal. Weil sie dich für den Konzern hier Concierge oder was? Hast du keine Erfahrung mit solchen Leuten? Du hast echt für Saburo gearbeitet und weißt nicht, wie man mit hohen Tieren redet? Sie wollte nichts mit dem Mann zu tun haben, der des Mordes an Saburo Arasaka verdächtigt wird. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch, wie vom Erdboden verschluckt. Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Du hast da was am Hals. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Das hat die doch vorhin schon gesagt. Alle Spuren führen zu einem Club. Dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort ab. Ja, das hast du doch schon gesagt. C überspringen. Weil sie dich für einen Konzerner hielt? Nein. Sie hielt mich für Saburosans Mörder. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Das hat sie doch schon Vielleicht alles. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Gesagt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch. Okay, ich gehe. Teuer. Das habe ich schon. Und unverschämt. Oh, Pizza. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Oh, sieht gar nicht so schlecht Verbrecherkodex. Aus. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Ich kann nicht länger hierbleiben. Ja, dann geh doch endlich. Such ruhig nach Parker. Oder Hellmann. Wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind zuzuhören, rufe ich dich an. Okay, schiebe ab endlich. Mhm. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Vielleicht. Ich habe eine Rechnung mit dem zu begleichen. Geh, du leere Hose. Ey, nein, er nicht schon wieder. Sepper, Packung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, coole Cowboy-Typ. Wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch! Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerungen. Gleichstand, würde ich sagen. Ja, kann man so ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Kayana Reese. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Ja, okay. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Mein sprechender Gehirntumor. Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört.
Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich habe deine Erinnerungen gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Ja, schauen wir mal. Es gibt kein Uns. Was ist denn das Blaue da hinten? Warte mal, was ist denn das? Wo bin ich denn? Hier. Hier, oder? Bin ich hier? Wo bin ich denn gerade? Ich sehe mich gerade nicht auf der Karte. Da bin ich. Hier und genau hier. Was ist das? Scanne das Graffiti, um eine Tatortkarte zu finden. Okay, wo ist... Ich scanne das Graffiti. Hey, guck mal. Sieh dir das mal an. Du siehst es doch auch, oder? Ja. Entweder habe ich einen Kurzschluss oder eine religiöse Erfahrung. Hat meine Mutter dich geschickt? Wie heißt die Tussi nochmal? Die mit den Haaren. Misty? Oh, ich tippe eher auf übereifrige Neuronen. Victor sollte sich das dringend mal ansehen. Oh. Was führt dich hierher? Mhm. Kann ich denn das jetzt scannen? Set. Sprich mit Victor. Finde Tatort Graffiti in der Stadt. Also. War das Absicht? Ah! Dann kann man hier die Graffitis abklappern, oder was? Ich dachte, ja, gut. Hier sind noch ein paar. Was ist passiert? Ich habe ein seltsames Bild auf der Straße gesehen. Könnte deine Baustelle sein. Wie sah es denn aus? Okay, wir müssen nicht jetzt drehen. Tun wir auch nicht, hier ist noch ein Graffiti. Ey! Nee, wo ist denn das? Hä? Okay. Sprich mit Victor optional, finde die Dinger optional. Alter, ey. Ich glaube, ich mache wieder Story weiter. Das Ding hier oben. Ah. Okay, machen wir ein bisschen Graffiti suchen. Hier ist ja richtig was geboten. Aber eh Kohle, wenn ich mir ein neues Auto kaufen will. Ne? Splitter, Splitter, Splitter. Die. Okay, wie geht's jetzt hier wieder runter? Da vorne, oder? Hey Victor! Nachricht öffnen, schließen. Schließen. Es ist ein bisschen sehr aufwendig hier alles. Nur Story machen, glaube ich, ist auch nicht so der Hit. Hä? Wobei ich schon neugierig bin. Aber ich habe ja noch ein paar Wochen zu leben. Sprich mit Misty. Okay. Hä?
Erstmal beklaue ich Misty. Also, fahr fort. Wo waren wir noch? Ah, richtig. Wie sah es denn aus? Hier, ich habe einen Scan gemacht. Tarot, das große Arcanum. Das Zeichen einer höheren Macht? Oho. Wäre schön, wenn diese höhere Macht etwas genauer werden könnte. Die Welt ist ein Labyrinth der Illusionen. Das Licht leuchtet nur selten in das Gefängnis unserer weltlichen Existenz. Na, fabelhaft. Großartig. Und was will mir diese unbekannte Macht mit ihren rätselhaften Zeichen sagen? Tarot ist ein Weg. Du solltest ihn beschreiten und nach weiteren Zeichen suchen. Mach ich. Also, ich weiß immer noch nicht, was mir das alles bringen soll. Such nach weiteren Bildern. Es muss eine Verbindung zu den Orten geben, wo du sie findest. Denk über das nach, was du siehst. Jo, mach ich. Ich glaube, sie sollen dir den Weg zur Wahrheit weisen. Laber nicht so viel. Die Wahrheit zu finden, steht ziemlich weit unten auf meiner Liste. Bald wirst du dich entscheiden müssen, welchen Weg du nehmen sollst. Ich gehe, tschüss. Dann wirst du alles verstehen. Ich weiß nicht. Na los, komm bla, zurück, bla. Wenn du mehr gefunden hast. Ich komme. Ich werde dir helfen, die Bilder zu entschlüsseln. Okay. Okay, finde ich irgendwie interessant, diese Dinger zu suchen hier. Halt! Hä? Wie jetzt? Nein, hier ist es doch. Okay. Hast du noch einen anderen Weg raus, oder was? Ah, ja, gut. Die Arasaka sind kein normaler Clan. Sie sind nicht einmal Menschen. Vampire sind sie allesamt. Ihre Körper altern niemals. Auch mal ganz lustig, sowas zu machen, oder? So, reden wir jetzt mal über gestern. Ach du Scheiße, was ist das? Wilfgaard. Gott. Zwanzig gibt's da. Sprich mit Victor. Hallo, ich bin Gillian Jordan. Willkommen zu dem Neuesten aus aller Welt mit N54 News. Die westlichen Konzernstaaten haben... Oh, noch langsamer könnte der Aufzug nicht fahren, oder? Personen, die dorthin umzuziehen, müssen zunächst einen Sponsor unter den Firmen finden. Feuer oder Quatsch? Ist egal. Wenn man sie eh nicht anfangen darf. Hey, komm zurück! Warum? Wo sind dieses Graffiti? Wieder zurück. Hier ist es. Okay. Aha, hier sind die ganzen. Ah, ja, okay. Finde ich irgendwie witzig. Ist das meine Bude? Oh ja. Okay, wo ist das nächste? In der Nähe. Sind denn die verteilt, die Dinger? Sind die grob verteilt? Hier ist 1, 2, 3.
Okay, die nehmen wir noch mit hier. Oder nur Story. Ich weiß es nicht. Multiple Sklerose habe ich auch manchmal. Vergesse schnell was. Experten bei Biodyne ist es gelungen, Maniten zu entwickeln, die Achso. Okay, mein Auto kommt nicht mehr, oder? Da, das passt. Dann haben wir hier das nächste. Nummer 4. Dann dieses oder dieses, jenes welches? Machen wir zuerst das hier. Brauche ich aber dann eine Karre, oder? Fahr die einfach. Muss mir ein Auto kaufen. Raus, Schwester. Toll, ich bin ja schon da. Na gut, für zwei. So, ich hoffe, die klaut ihr Auto nicht zurück. Für 2 Meter habe ich mir ein Auto geklaut, jawohl. Okay, aber hier? Runter oder hoch? Hier ist es. F. Hallo? Was, hallo? Afterlife. Da war doch was. Okay, dann noch dieses hier. Das ist dieses. Nicht dieses. Dieses. Bist du irre? Ja, mein zweiter Vorname. Oh nein, oh nein, oh nein! War ja auch den Auftrag gleich, der da ist. Huch. Hey, hast du ein Problem? Ich hab grad nicht auf die Straße geschaut. Was? Nein, Map? Der Moll Map.
bin hier. Ich hätte doch hier viel. Naja. Mit Solarzellen auf dem Gedächtnis. Alter, es war keine Absicht. Scheiße, ich wollte die doch gar nicht zusammenfahren. Die Bremsen sind kaputt. Verdammt. Mann. Nicht nochmal. Scheiß Bull. Hey, wo ist das? Ist das auf der Straße oder was? Okay, das habe ich. Und das andere ist noch. Ja, mach mal den Auftrag schnell, oder? Na gut. Hey, habe ich dich hier nicht schon mal gesehen? Ja. Gesichter kann ich mir gut merken. Bar ist geschlossen. Sorry, Tomb. Wie läuft's so bei euch? Wieso? Das ist die Hauptquest, oder? Wo ich jetzt gerade bin. Hauptmission? Automatic Love. Du willst also die Frau finden, die... Ich wollte eigentlich noch ein bisschen andere machen. Ja, willst du den Laden aufmischen? Ach, ich mach nur Smalltalk. Wow, Smalltalk. Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich arbeite. Ich muss mit Evelyn Parker sprechen. Die ist gerade nicht da. Ist eine Weile her, wenn ich so darüber nachdenke. Weißt du, wo ich sie finden kann? Aber ich bin nicht ihr Babysitter. Frag lieber Judy. Judy. Und wo ist Judy? In ihrer Bude? Mhm. Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Was ist hier schon wieder los? Judy. Schön langsam, Kleine. Was sollen wir für dich tun? Ihn verprügeln. Und wenn das nicht bringt, ich weiß nicht. Versuch's mit Waffen. Ich will nur mein Zimmer zurück. Ich sammle die einfach auf, weil ich kein Sammler bin. Er meinte, ich mach nur Verluste. Dann sagte er... Schönes Leben noch, und das war's. Aber ich muss doch heute irgendwo schlafen. Du hast ja noch deinen Körper, oder? Afterlife. Mach was draus. Das mache ich doch. Aber jeder Annie geht für Upgrades drauf. Also hab ich mir einen Puppenchip besorgt. Bin ins Cloud, aber die haben gerade nichts frei. Und jetzt arbeite ich draußen, um meinen Ripper zu bezahlen. Das ist ein Joy-Toy. Hast du dir mehr als den Chip gegönnt, oder?
Aber ich dachte, ich muss zu Judy. Sieht denn auch nicht, da? Ich investiere eben in mich. Hat trotzdem nicht gereicht. Bin angeblich unterqualifiziert. Oh. Und was sollen wir jetzt dagegen tun? Hab ich doch gesagt! Ich will nur mein Zimmer zurück. Ja, so, und läuft wie das nicht, war Schätzchen. Jetzt hier da? Ruf Judy an. Ach, anrufen soll ich sie. Wie? Bist du das? Ja. Scheiße, ich dachte, du wärst... Nein. ...tot. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Ich komme gleich. Treffen wir uns. Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzies? Triff dich mit Judy. Okay, Judy. Du hast es nicht anders gewollt. Ich komme. Judy, ich komme. Was ist das Blaue da? Judy ist mal wieder total peinlich. Hey, wo willst du hin? Maximal. Hier gibt's nichts zu sehen. Muss gut sein. Ist eine Freundin von Judy. Hä? Heißt also zurück an die Augen. Hier. Judy. Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Judy, Brudy. Wenn du so mit Streunern hast, kümmere dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Judy, Brudy. Judy. Du lässt einfach nicht locker, nein, oder? Nein, nein, nein. Wir haben uns nicht zu... Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen, es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Wie bitte? Geht dich nichts an, klingt, als hätte die Mitarbeiter gesprochen. Ich will nur wissen. Ich muss wissen, für wen sie gearbeitet hat. Mehr nicht? Mehr nicht. Judy, mach dir keine Sorgen. Ich krümme ihr kein Haar. Ja, warum sollte ich? Vielleicht. Okay. Vielleicht. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Megatower? Wie dekadent. Warte. Was? Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay. Ich ruf dich an, okay? Danke. Danke. Eine Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in dem verblassenden Verstand. Dich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Cloud. Warum auch nicht? Nein, hier lang. Was ist denn so eine Puppe? Mal. Evelyn, gib's zu, hier geht's um Judys Virtus, oder? Geiler Scheiß, find sogar ich. Was ist denn das für ein Tattoo? Keiner kann Judy das Wasser reichen. Schleift Virtus wie Diamanten. Gut gesagt. Okay, aber ich wollte auch diese Bilderchen finden. Gibt's da eins auf dem Weg? Der da hinten. Ach Gott. Hier gibt's keins oder was? Die sind echt selten hier weit weg. Puh. Was ist das hier? Fixer. Hol dir Fixer. Zwielichtige Geschäfte der Stadt. Ich wollte hier schon noch ein paar Sachen erledigen eigentlich, nicht nur Story machen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Lasst ein Like da, lasst Abos da, macht ein paar Kommentare und macht die Glocken, damit ihr nichts verpasst, gell? Servus.